Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute zeigen wir euch in unserem Shortcut den BMW 325i Cabriolet E93. Das wollten wir schon den ganzen Sommer mal zeigen. Leider ist der Sommer dieses Jahr ausgefallen bis jetzt. Wir filmen trotzdem. Verbaut haben wir einen KW Street Comfort. Ziel war dabei, das Fahrzeug schön flach zu kriegen, ein bisschen dem Asphalt näher bringen. Aber halt eben, ein Cabriolet ist halt ein Cruiser und sollte daher nicht so sportlich bretthart sein. Wir wollten schön Restkomfort haben. Wir haben ihn auch nicht so tief gedreht, wie es möglich ist. Da sind jetzt ca. noch 2-3 cm locker Luft, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr nach unten. Das Ergebnis ist top. Das Fahrwerk fährt, ich würde sagen, komfortabler als das Original M-Sportfahrwerk, das verbaut war. Weiter umgebaut haben wir die Abgasanlage. Da hat uns die Force 79 eine spezielle Abgasanlage für das Fahrzeug gebaut, weil gerade für den 325i gibt es ja gar nichts auf dem Markt. So, und da haben wir eine schöne Anlage gemacht. Ich hoffe, wir schneiden das auch noch ins Video rein, dass ihr ein bisschen Sound habt. Das Design haben wir ihm verpasst. Eine Pedalbox hat er drin. Speziell abgestimmte Motorsoftware haben wir verbaut. Das soll es sein. Na, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Video. Und los geht's.